Ein Weg, auch dem Tier eine schöne Ferienzeit zu bieten, sind Tierhotel oder Tierpension. Ich fahre nach Bragrade bei Eutin in die Hundepension Duvensee. Mit 7 großzügigen Außenbereichen und 2 Hundehäusern kann sie bis zu 25 Tiere aufnehmen. Auch aus dem Heim in Hennstedt-Ulzburg hat die Chefin Christine Duvensee schon einen Hund aufgenommen, denn sie kennt sich auch mit schwierigen Hunden aus. Ihre jahrelange Hundeerfahrung hat sie durch Hundesport, ehrenamtliche Arbeit im Tierheim, eigene Zucht und Hundeschule ständig erweitert. Jetzt eins von unseren Zimmern. Ich hole mal die Hunde rein. Da sind die beiden ein bisschen ängstlich, aber wir gehen jetzt mal rein. Hallo, Taika und Ben. Okay, seit wann sind die hier? Die sind jetzt der eine seit 2 Tagen und sie ist erst ein Tag jetzt. Und Ben ist noch ein bisschen stürmisch, das ist noch ein junger Hund. Okay. Haben Sie denn überhaupt Kapazitäten noch so zur Ferienzeit? Also merken Sie das auch? Wir haben noch vereinzelt Plätze, aber ja, Ben, alles ist gut. Ja, du bist ein Feiner. Ja, das muss man eben auch mitmachen, aber Ben, du bist fein. Ben, komm mal her, Süßer, sitz. In den Ferien sind wir immer sehr ausgebucht, aber ich mache immer noch was möglich für unsere Stammgäste. Jetzt sieht man ja, hier sind 2 Körbchen. Dürfen die denn auch was Eigenes mitbringen zum Spielen? Die Decken sind von den Besitzern und da ist auch der Korb von dem Besitzer. Okay. Wir haben aber auch selber Körbe, Betten und Decken, die regelmäßig gewaschen werden. Und jeder kann mitbringen, was er möchte. Bautz und Erle sind Stammgäste. Die kommen jeden Sommer. Okay, wie lange bleiben die? Die bleiben jetzt 3 Wochen. Die waren aber auch schon mal 4 Wochen. Der Bautzi, mein kleiner Freund. Ja. Ja. Und Erle badet gerne. Deswegen müssen wir immer regelmäßig, wie man jetzt wieder sieht, die Kiste mit Wasser auffüllen. Okay. Die Kiste sauber machen. Wie sieht denn so ein Tagesablauf generell aus? Also wie werden denn die Tiere versorgt hier? Also wir fangen morgens um 7 an. Dann machen wir alle Luken auf. Und gucken dann gleich, wie die Hunde aussehen. Ob über Nacht irgendwas passiert ist. Das ist ja wichtig, dass man guckt, ist der Hund gesund. Dann werden alle Hunde rausgebracht nach und nach. Zusammen in Gruppen oder alleine. Und dann oder Gassi, aber auch, oder es wird Gassi so? Gegangen. Nein, es wird auch mit den Hunden, die nicht verträglich sind, wird natürlich Gassi gegangen. Oder sie werden mal gekämmt. Oder je nachdem, was anfällt. Ne, ehrlich. Du hast hier gerade. Ja. Und was kostet das Ganze dann so? Das, jetzt setzt es sich wieder ran. Das kostet 16 Euro, wenn die Besitzer ihr eigenes Futter mitbringen. Und 18 Euro, wenn wir füttern. Und wir füttern Frischfleisch, wir barfen. Deswegen mache ich das. Ja, der liebt das wirklich. Mindestens 3-4 Mal am Tag neu für ihn. Okay. Gelegentlich übernehmen Christine Duvensee und ihr Mann Arno auch Hunde aus dem Ausland und arbeiten mit Hilfsorganisationen zusammen. Brownie, ein Maya Whistler Ridgeback, war zum Beispiel nur noch Haut und Knochen, als er hier mit einem Hilfstransport abgegeben wurde. Er lebte angekettet in einer Grube in Bulgarien und wurde von Menschen von klein auf geschlagen. Er soll in geduldige Hände vermittelt werden. Er braucht lange Zeit, bevor er überhaupt Kontakt zu Menschen aufbaut. Ja, eigentlich ist das für einen Menschen, der sich um diesen Hund bemühen möchte, der wirklich auch nicht unbedingt zurückschreckt, wenn er auch mal knurrt. Denn im Grunde genommen ist er ist so, ich sag wie ein alter Mann. Er ist ein bisschen bärbeißig, aber er ist auch ganz liebenswert, wie man sieht. Okay. Super. Arno Duvensee ist Polizist, seit 25 Jahren Polizeihundeausbilder und seit 44 Jahren Hundeführer. Er hat Hunde für Wettkämpfe vorbereitet und über deutsche Meisterschaften bis zu Weltmeisterschaften geführt. Platz? Ja, ich hab dich auch lieb. Auf Wunsch gibt's für Ferienhunde von ihm auch Einzeltraining. Was machen Sie, wenn ein Einzeltraining angefragt wird? Als erstes gucke ich mir mal den Menschen an, der kommt ja mit seinen Wünschen zu mir oder zu uns hier in die Hundeschule. Dann gucke ich, ob der Mensch und der Hund, dass der Hund gesund ist und ob die Wünsche, die der Mensch an den Hund stellt, überhaupt von den Menschen erfüllt werden können. Okay. Also Sie machen da so eine kleine Anamnese. Und genau. Was ist dann so drin an Einzelstunden? Das kommt alles drauf an. Manche möchten, dass der Hund einfach nur nicht mehr in der Leine zieht. Der nächste sagt also, der muss perfekt sein. Ich möchte mit dem eine Schutzhundprüfung laufen oder eine Vielseitigkeitsprüfung, heißt das ja heute. Und andere möchten nur den normalen Familienhund haben, mit dem sie auch mal ins Lokal essen gehen können oder ohne Schwierigkeiten durch die Stadt gehen. Wichtig ist, sich rechtzeitig zu informieren, welche Tierpension in Frage kommt, sagt Christine Duvensee. Denn die meisten Plätze werden schon lange vor den Ferien gebucht. Am besten, man besucht das Quartier unangekündigt. So erhält man einen realistischen Eindruck von Sauberkeit und Betreuung.
achten Sie darauf, ob genug Wasser und Futter bereitstehen und ob genug Auslauf vorhanden ist. Gut ist, wenn viele Fragen zum Tier gestellt werden, zum Beispiel nach Fressgewohnheiten, Vorlieben oder Eigenarten des Tieres. Adressen von Tierpensionen oder Tierheimen, die Tiere von Reisenden versorgen, gibt es beim Urlaubsberatungstelefon des Deutschen Tierschutzbundes. Was würden Sie sagen, woran erkenne ich jetzt eine gute Tierpension? Also vornehmlich finde ich mal, dass die Leute, die eine Tierpension betreiben, das auch irgendwo mal gelernt haben. Okay. Ja, das ist erstmal das Wichtige. Ansonsten wissen die ja gar nicht, mit den Charakteren der Hunde anzufangen und wie sie sich verhalten, wie gehe ich mit dem Hund richtig um. Man kann ja im Internet nachlesen, was das für Menschen sind. Kann man sich vorstellen, dass die Ahnung davon haben. Die sollen denn hier, bei uns ist es immer so, wir laden die Leute ein, sie können hier vorbeikommen, jederzeit. Sie können sich alles angucken, was sie wollen und sie werden dann beraten und die meisten bleiben. Okay. Und wie fällt der Abschied, Frau Duvensee, am leichtesten für Mensch und Tier? Einfach gehen. Es ist so. Einfach gehen, Tschüss sagen, gehen. Und der Hund hat kein Zeitgefühl, ob man nun eine Stunde weg ist oder zwei Wochen. Das ist, der Hund weiß es nicht. Der Mensch ist halt so. Der ist derjenige, der das schwer hat. Okay. Dann sage ich vielen Dank auch an Sie. Lieben Dank fürs Interesse. Und das Schönste am Abschied ist ja sowieso immer die Vorfreude aufs Wiedersehen und das Wissen, dass das Tier am Ende gut versorgt ist. So viel von uns.